Wir befinden uns hier in der Hüfte. Das ist der Abschnitt Nord vom Projekt HPL. Bei uns im Hintergrund hier der neue Anschluss Bradle Ost von der zukünftigen H2, wo unten durchführt. Wir haben hier den Grosskreisel mit diesen zwei Brücken. Der Grosskreisel in Beton mit einem Durchmesser von 67 Meter, wo dann die Verbindung mit der Ein- und Ausfahrtsrampe auf die H2 darstellt. Vor kurzem ist auch die Grummeneistrasse fertiggestellt worden. Sie mündet hier in den Kreisel ein. Und zusätzlich hat man schon die Rampe von der Autobahn her mit dem Bypass Richtung Bratele. Nebst den beiden Kreiselbrücken vom Grosskreisel haben wir noch drei weitere Brücken. Auch die sind im letzten Jahr bereits gebaut worden und sind jetzt abdichtet und der Belag drauf. Und dazwischen, also die Verbindungen, eigentlich der Trassebau von der H2, die Verbindung zwischen den einzelnen Bauwerken, ist auch schon gebaut worden. Mit dem Baufortschritt können auch immer mehr Bauwerke, Bauteile oder auch Straßenabschnitte in Betrieb genommen werden. Die nächste Verkehrsumstellung wird somit am 29.06. erfolgen. Wir werden dann den Verkehr von der Autobahn her neu unterm Grosskreisel durch. Also wenn man jetzt hier sieht, die Spur unterm Anschluss Bradle Ost, also hier unterm Kreisel, wird der Verkehr geführt Richtung Liestel. Und dann noch links, die Rampe ist neu von Bradle her, dann die Zufahrt Richtung Liestel über den Grosskreisel. Wichtig gerade für die Bradler ist, dass mit der Verkehrsumstellung am 29.06. die Möglichkeit, sage ich mal, von Bradle her Richtung Autobahn, Richtung Augst, Nimi wird bestehen. Die Umleitung für den Verkehr Richtung Autobahn und Augst wird ausgeschildert, also signalisiert und führt über den Kuni-Matt-Kreisel auf den Anschluss Bradle. Das müssen wir machen, weil wir hier, wie wir jetzt im Vordergrund sehen, die Rampe an den Kreiselmenage lesen und hier dafür müssen wir eigentlich die Abfahrt vom Grosskreisel auf den provisorischen Kreisel unterbrechen. Alle übrigen Verbindungen, wie zum Beispiel Bradle-Liestel oder Autobahn Richtung Bradle, bleiben offen. Bis Ende Jahr sollten dann eigentlich die Arbeiten hier in der Hüfte so weit abgeschlossen sein, dass der Großteil hier fertiggestellt ist und der Verkehr auf dieser Trasse so fahren kann, wie es dann auch am Ende so sein soll.